gut. Jetzt geht's noch. Hier sind noch etliche. Nee, jetzt geht's runter. Gut, alles gut. Alles wunderschön. Oh, habe ich jetzt den Server geschlossen? Nee, ich habe nur minimiert. Ja, das wäre nicht das erste Mal. Das wäre nicht das erste Mal. Oder statt Next Session klickt man dann Next Race oder so, weißt du? Das sind so die Klassiker. Ja. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ja, genau. So, die neue Startaufstellung. Julian, seit 7 Beadle auf 1. Auf der 2, Jan Schwitter. Nein, das ist aber auch ein Name, ich. Auf 3 haben wir den Mirko Wenzel. Der kommt jetzt hier aus der Box. Auf der 4 den Robert Stratner. Auf der 5 den Philipp Stratner. Auf der 6 den Daniel Streblo. Der müsste aber losfahren, sonst wird es hier nichts mit 6. Na gut, machen wir das mal weiter. Ah, jetzt fährt er. Okay. Auf der 7 der Sascha Landgraf. Auf der 8 der René Herzig. Ja, das ist jetzt die geänderte Startaufstellung. Das heißt, wir werden jetzt am Start uns hier Mr. Herzig mal ganz genauer angucken, weil es geht natürlich nur ein solcher Blitzstart, wenn man möglichst wenig Autos vor sich hat. Auf Platz 3, auf dem er vorher stand, ging das. Da hat er einen vor sich gehabt, also auf seiner Linie. Hier sieht das jetzt schon ein bisschen anders aus. Und deswegen, ja, gucken wir mal, was er da treibt. So, auf Platz 10 haben wir den Ole Hedderich. Auf der 11 den Stefan Bäumer. Auf der 12 Edgar Ostermann. Auf der 13 Axel Schweiger. So. Axel. Axel, ja. Auf der 14 den Michael Beetz. Auf der 15 den Steffen Streblo. Auf der 16 den Jürgen Engelhardt. Auf der 17 den Andreas Borde. Auf der 18 Daniel Borowski. 19 Micha Wenzel, was ist mit dem? Ach, der ist schon auf Start und Ziel. Auf der 20 dann den Sascha Reich. 21 Tobias Magnus. 22 Kurt Mildenberger, auch der ist schon an der Startaufstellung. Also bei sowas immer der Erste. Und der David Kosic auf der 23. So langsam wünsche ich ihm tatsächlich, dass er mal irgendwie durchkommt. Ich glaube, das war nicht sein erster Ausfall hier. Und ja, gucken wir mal, ob das jetzt hier ein bisschen besser läuft für ihn. Ja, wir können halt wirklich hoffen, dass wenn der René Herzig wieder so nach vorne schießt, dass er die Geduld hat, die Lücke zu sehen und zu finden. Ja. Man hat ja schon manchmal, gerade wenn man so viel besser wegkommt als die voller Leute, einfach sagt, okay, jetzt muss ich auch. Ne? Jetzt bin ich schon so viel schneller, jetzt muss ich auch unbedingt vorbei. Ja. Und es gibt nun mal nicht immer eine Lücke. Und dann muss man einfach eben die Geduld haben und notfalls auch mal zurückstecken und diesen guten Start dann in Anführungsstrichen verschenken. Aber du kannst da Vordermann ja nicht einfach abräumen. Durchfahren geht leider nicht. Nee. Der Kai Sichotzki schreibt, der kranke Kai grüßt alle, wünsche euch ein schönes Rennen. Kai, wir wünschen dir gute Besserung, dass du dich schnell erholst, und jetzt hast du noch mal 3 Wochen. Ich denke mal, das reicht. Ja, auch von mir alles Gute. Ja. So, da geht's jetzt in die Aufwärmrunde. Gleiche Prozedere wie vorhin. Reifen, Bremsen und möglichst keine Abflüge. Ja. Oh, Mirko Wenzel kommt da auf seinen Platz. Ja, einmal rangieren und einparken. Ja, das kann ich. Etwa. So. Ja, so sieht das aus, wenn man Speed hat. Ja. Das Auto wackelt sofort. Wir hatten es ja was. Rein war es, ne? Wo wir das direkt einen Dreher hatten auf der Startziel. Ja, das war ganz bitter. Löste mal eine Menge Bewegung im Feld aus. Ja, zumal der beim ersten Mal noch problemlos war, beim zweiten Mal dann so richtig zum Crash geführt hat. Also zweimal hintereinander passiert ist. Da lag es aber definitiv an einem
defekten Force-Feedback. Das war, glaube ich, der Jörg Lang, der das da fabriziert hatte. Und jeder war es mit Bahrain. Das war... Ja, das ist letzte Rennen jedenfalls. Naja, egal. Auf jeden Fall sah das wild aus. Ja, also hier der Dart-Star vom ersten Rennen in René Herzig. Also den Julian sei gesagt, den René und den Enrico, die habe ich die ersten Rennen auch permanent verwechselt. Also obwohl es da stand, habe ich dir immer prompt den anderen Vornamen vorgelesen. Also du hast gute Hoffnung, dass das im Laufe dieser Saison noch in Ordnung kommt. Wie viele Rennen haben wir da noch? Ja, es sind noch etliche. Also sieben sind das dann noch, sieben Läufe. 14 Rennen. So. Ja, bis dahin muss ich auch nicht mehr jedes Mal den Namen ablesen. Genau. Naja, ich sag mal, er muss sich ja auch nicht immer so im Vordergrund rumdrängen, dass man ihn so oft vorlesen muss. Ja, einfach hier auf Pol fahren, das sind wirklich... Ja, ja. Das ist schon... Ja gut, den lassen wir jetzt auch ja mal komplett außen vor. Interessant ist, dass bei Wildcard oder die beiden Wildcard-Fahrer hier auf Platz 2 und 3 stehen. Also von daher, ziemlich coole Nummer von den Jungs. Ja, und ich glaube auch, der Jan Schwitter hat ja sicherlich nicht so unendlich viele Runden wie alle anderen Fahrer auf diesem Auto. Und er ist meiner Meinung nach, was ich so in der Performance gesehen habe, im Rennen immer besser geworden. Und er wird jetzt hier im zweiten Rennen sicherlich noch eine größere Rolle spielen als im ersten. Also der wird besser ins Ziel kommen als jetzt diese Platz 7, Top 5. Ja. Und ich bin jetzt mal sowas von auf den Start gespannt. Ja, ich auch. Wir sind auch auf der Kamera auf Platz 8. Also wir wollen mal einmal noch umswitchen, damit wir da wirklich auch da sind. Genau, hier haben wir Enrico Herzig. Vielleicht sollten wir wirklich mal den Start aus dieser Perspektive. Ich hasse die zwar wie die Pest, aber ist vielleicht mal gar nicht so schlecht. Ja, lass uns das machen. Unbedingt. So, wenn alle stehen, sollte das jetzt auch vorwärts gehen. Die Ampeln gehen los. Die Ampeln gehen an und wir sind jetzt im zweiten Rennen und Herzig kommt wieder so genial weg. Geht hier schon am ersten vorbei, setzt sich jetzt nach innen. Leichte Berührung mit einem der beiden Stratners. Welcher ist das? Kann ich nicht. Oh, und da flog es schon ab. Da ist es schon passiert. Jo. Oh. Das ist aber schon vor der Kurve passiert. Deutlich ja, vor der Kurve. Ja, es war ein leichter Schlenker. Ich wechsle einmal kurz die Spur und habe genau den Vordermann und meinen Hintermann aufs Vorderrad getroffen. Ja. Oh Mann. Ja, das sah wirklich genau danach aus. Wir machen mal hier die Painten an, damit wir sehen, was passiert ist. Ups, Hedderich kriegt einen Schlag. Hedderich kriegt einen Schlag von... Wer ist das hier davor? Strebo. Nee, das kann ich leider nicht erkennen. Ja, das ist möglich. Also wir gehen mal wieder live. Und Dietenbiedl ist jetzt hier richtig weit zurückgefallen. Der hat hier richtig letzte abgegeben am Start. Er fährt auf 3. Also die beiden Wildcards vorbei. Mirko Wenzel führt momentan vor Jan Schwitter. Ja, aber es war genau das, was ich befürchtet hatte beim Start. Der René Herzig kommt grandios weg, findet die Lücke aber nicht, hat dann aber natürlich klasse reagiert, indem er nicht die Brechstange rausgeholt hat, sondern einfach die Geduld gehabt hat, irgendwie zu warten, bis er daneben fahren kann. Ja, er hat 3 Plätze gut gemacht, also das ist, ich glaube, auch das Maximum, so mehr oder weniger, was man hier rausholen konnte. Und, ja. Ja, der Daniel Strebe hat den, oder, ich glaube, es war der Daniel, hätte ich einfach nicht gegeben, aber auch nur deshalb, weil er dem Stratner draufgefahren wäre. Sonst ist er nur ausgezogen aus dem Windschatten. Das sind ganz klar, man muss eines, und zwar für alle, denen sowas passiert, solche Missgeschicke passieren, sagen, das macht kein Mensch mit Absicht. Die trainieren hier alle wochenlang dafür, dass sie hier ein geiles Rennen fahren. Und keiner macht hier irgendein wildes Manöver, um anderen zu schaden oder sonst dergleichen. Das sind Rennunfälle, so wie es in der Realität auch gibt. Und das passiert. Dass das eine Strafe nach sich zieht, ist überhaupt keine Frage. Aber
das ist jetzt hier nicht so zu bewerten, dass hier irgendwelche Deppen am Werk sind oder so. Der hat einfach, um einem anderen auszuweichen, von der Spur gegangen. Das ist eine ganz normale Reaktion. Dann hat er jemand anders getroffen. Vielleicht hat er sogar noch im Rückspiegel geguckt, hat gedacht, ah, vielleicht bin ich vorbei. Oder sonst dergleichen Dinge. Das ist auch genau ein Problem dieser Simulation. Du schaust in den Rückspiegel, siehst deinen Hintermann. Ja. So als wäre er hinter dir, er ist aber noch auf Höhe deines Rades. Richtig. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen gucken, weil hier ist natürlich jetzt voll die Action, die ersten fünf hier innerhalb von anderthalb, zwei Sekunden. So, was ich aber vermisse, ist einer, der Stratners, der Philipp Stratner ist da. Aber so wie es aussieht, also zwei sind in der Box. Ich sehe Stefan Bäumer und Ole Hennerich in der Box. Der Robert Stratner ist jetzt auf 10. Ja, also den hat auch mit erwischt. So, Christian Rückert hat schon zwei Plätze jetzt gut gemacht, fährt jetzt auf 6. Also insgesamt 3, aber jetzt. So, Mirko Wenzel fährt die schnellste Rennrunde, aber die wird gleich egalisiert von René Herzig. Ich denke mal, da geht es noch ein Stück nach vorne für den René. Ui, ja, willst du mal wissen? Ja, ja, der geht da voll. Ja, das Rennen ist kein Selbstläufer, ne? Du fährst nicht vorne weg. Das ist eine Menge Arbeit jetzt. Das ist ja genau das, was wir vorausgesagt haben. Jetzt geht's hier richtig zur Sache. So, schauen wir mal noch ein Stück nach vorne. Der Philipp Stratner hier ganz dicht dran an. Wahrscheinlich aber der Kumpel Julian Siedenbiedel. Ja. So, ja. Da haben wir den. Ja, was ich hier sehe, auch auf 11, David Kosic. Der war noch ganz hinten, oder? Ja, ne, der ist da wahrscheinlich durch diese ganze... Da waren ja gut 7, 8, 9 Autos involviert. Also definitiv. Der ist hier einfach super gut durchgekommen. Er hat tierisch Glück gehabt und vielleicht klappt es jetzt endlich mal, dass er richtig gut nach vorne gehen kann und keine Fehler macht, und dann sollte das funktionieren. Kurt Mildenberger fährt auf 13. Mirko Wenzel ist zurück, 5 Plätze. Oh, ach, was ist da passiert? 5, das kann fast nur... Ne, der ist sogar noch weiter. Ja, 5 Plätze zurück, ja. Edgar Ostermann auf der 6. Auch noch vorbei. Mein Gott, wo ist der Mirko? Reblo. 8 auf 8 fährt er. So, dann guck mal, was er getrieben hat. Hier ist er nach vorne. Jo, hier passiert's. Er schmeißt das Auto weg. Oh, wird der sich ärgern. Wird der sich ärgern. Ja. Ja, Christian Rückert mit der schnellsten Runde schon auf 5. Das hatten wir angekündigt. Ja. Und der Julian führt. Ja. Und Philipp Stratner auf der 2. Ja, das wäre doch mal ein Brüller, wenn der Julian hier jetzt heute seinen Trainingsfleiß belohnt kriegt mit einem Rennsieg im zweiten Lauf. Aber da haben wir noch ein paar Runden vor uns. Und genau, switch mal Plätze nach hinten, da geht es gerade richtig ab. Ja, richtig, genau. Hier ist nämlich richtig tief. Jan Schwitter fightet hier gegen René Herzig. Und die lassen sich hier auch gut Platz, aber sind echt nebeneinander. So, ja, und die nächste Kurve ist wieder links, also ja, muss sich wieder ein bisschen zurückstecken. Diese kleinen Berührungen sind völlig in Ordnung. Die sind völlig in Ordnung. Aber wir fahren da schließlich die Tourenbahn. Wir dürfen sie ruhig mal berühren. Und wir haben hier ein richtig heißes Trio, weil Christian Rückert ist jetzt auch dran an Herzig. Und die beiden, wissen wir ja, haben ja die Pole, also standen hier an der ersten Startreihe, beziehungsweise nein, auf 1 und 3. Aber nur mit wenigen Zehnteln getrennt. So, Herzig ist jetzt durch. So, und Rückert macht hier so eine Brechstangenaktion. Da kriegt der Jan Schütte hier direkt die Feuertaufe. Ja, da kriegt er echt Taufe hier. So, da müssen wir jetzt mal ganz schnell dahin. Klar, Rückert will jetzt hier nicht verlieren. Aber er hält dagegen. Ja, ist auch völlig richtig. Ist auch völlig in Ordnung. Oh, jetzt dreht er sich weg. Oh, und verliert vorne die komplette Front. Oh, wie bitter. Das war der Körb. Ja. Da kann man jetzt nichts sagen. Also das war ein Fehler. Natürlich, ja, aus der Bedrängnis. Ja.
der Splitter vorne komplett weg. Dass ich vermute mal, dass er jetzt kaum noch Abtrieb hat vorne. Schön zu sehen, dass Porsche sehr, sehr stabile Tagfahrlichter baut. Ja, ich denke mal, der hat jetzt hier massive Probleme. Christian Rücker ist auch zwei Plätze zurückgefallen. Ah ne, das ist genau das, es geht wieder vorne, hinten, kommst du mal, wo du hinkommst, bist gerade kurz zu spät. Ja, so, jetzt müssen wir mal gucken, was dem Rückert hier wieder passiert ist. Wieder im Replay, da ist es passiert, wieder ein eigener Fehler, eigener Fahrfehler. Ja, das ist dann das Überfahren des Autos, wenn du einfach zu viel willst. Ja, naja, da war aber völlig unbedrängt, also, das, er will was er du will meinst, vorne. Ist, er will zu herzig, ja, genau. So, und der lacht sich natürlich eins ins Fäustchen, weil René Herzig fährt bereits auf 3 und ist nur noch anderthalb Sekunden hinter Philipp Stratner. Ja, und am meisten ärgern, da bin ich mir, weil ich kenne den Mirko schon so lange und so gut, wir kennen uns persönlich und haben uns schon gegenseitig besucht und alles Mögliche. Ich weiß, wie der sich jetzt ärgert. Der wird fluchen wie ein Rohrspatz. Switchen mal bitte nach 4 und 5, wie Edgar Ostermann und Daniel Streblo. Ja. René Herzig, schnellste Rennrunde. Ah, da kommt der Angriff. Ja, das Edgar hält dagegen. Ja. Ja, Edgar auf 4. Ich meine, das lässt er sich jetzt auch nicht so kaputt machen. Nee, das ist ja schon mal eine Achtungsplatzierung. Schönes Wort. Ja. Achtung, da kommt ein Blitz. Ja. Aber er hat auch irgendwie die bessere Linie momentan. Und jetzt kommt hier. Oh. Ja, da gab es eine leichte Berührung. Kommst du nicht vorbei. Kannst du gucken, dass du mehr Schwung nimmst. Ja, er hat auch gleich mal kurz Gas gelockt vorher. Ja, jetzt ist es zu weit weg. Oh! Ja! Meine Herren! So stellen wir uns das vor. Ja, aber die Jungs wissen, was sie tun. Sie lassen sich platzen und hören sich nicht ab. Einfach genial. Und glaube ich, diese Perspektive hier mit dem Edgar, die habe ich schon hundertlang gesehen. Ja, das glaube ich. So, jetzt, wenn es jetzt passt, dann könnte es was werden. Das Ding, eigentlich ist das so fast der ideale Abstand im Moment. Aber jetzt kommt es drauf an, wer fährt mehr bzw. weniger Flügel. Und das reicht nicht. Nee. Aber toll anzuschauen. Ja. Und guck mal, wer direkt dahinter ist. Ja, ja. Mirko Wenzel. Falls du mich jetzt in die Falle locken wolltest. Nein. Wer gut? Keine Ahnung. Der Jan. Ach nee. Julian. Ja. Ja, aber auch das wird eng, weil Philipp Stratner ist auf 0,4 Sekunden dran, aber das ist hier momentan gerade ganz heißes Paket. Und der Mirko fährt sehr wahrscheinlich ähnlich mit dem Messer zwischen Zehen wie auch Christian Rückert, der da hinten auch schon angeflogen kommt. Da hinten kommt Daniel Streblo. Christian Rückert ist noch ein bisschen. So, jetzt könnte es passen, jetzt könnte es passen. Da war ein Fehler von Ostermann. Ja, er ist durch, er ist durch. Und direkt der nächste Fehler wird Mirko auch noch durchschimpfen. Ja. Aber das sieht momentan noch nicht so aus. Nee, nee, hat noch nicht gepasst. Aber mal ganz ehrlich, so will man doch Motorsport erleben. Ja, natürlich. Genau, die ganzen Cracks schießt man am Start erstmal raus und dann machen die Jungs hier richtig. Ja. Robert Stratner fährt nach wie vor auf 10. Jetzt ist hier irgendwas passiert. Jürgen Engelhardt und Axel Schweiger haben jeweils 3 Plätze verloren.
zwischen 18 und 19. Das Leid haben wir jetzt nicht gesehen, aber das ist hier auch zu spannend gerade. Da kommt der andere von Mirko. Steht bei dir auch was? Ja, ich glaube, der Lutz hat sich gerade mal kurz verabschiedet, wird aber sicherlich gleich wiederkommen. Ich werde mal schauen, was ich hier alles mal so bewegen kann. Schauen wir mal kurz nach vorne zum Julian Siedenbiedel, weil hier ist nämlich auch ein ganz schöner Dreikampf zu Gange. Philipp Straten und Hengsit sitzt hier mit dem Nacken und der René Herzig hat auch aufgeschlossen. Das ist doch herrlich, überall wieder 2, 3 und 4 Kämpfe. Ah, der Philipp ist jetzt dran. Guter Abstand für den Windschatten. Ah, ist noch ein bisschen weit. Aber der Rennen ist noch lang. Wir haben noch 9 Runden zu fahren. Da wird noch was passieren. Die ersten 3 innerhalb einer Sekunde. Der René Herzig hatte ich ja dich auch noch nicht irgendwie abgehakt, also mit dem dritten Platz, da wird er sich nicht zufrieden geben, wenn er jetzt gerade hier schon im ersten und zweiten Platz schnuppert. Ah, Philipp jetzt voll im Heck vom Julian. Da kommt der Angriff irgendwann, das ist nur eine Frage der Zeit. Da zeigt er sich schon, zackt mal raus, macht den Julian ein bisschen nervös. Und, ja, da geht er vorbei. Ja, es hatte sich angedeutet. Der Philipp war deutlich schneller als der Julian, hat mächtig Druck gemacht und es war so nicht mal ein Fehler. Er hat ihn sich einfach zurechtgelegt und hat dann ja, die Lücke gesehen und reingestochen. Mal schauen, wie lange der Julian sich dann auf dem René herzlich wehren kann oder widersetzen kann. Toller Dreikampf vorne an der Spitze. Oh, wieder ein Mittler vom Julian, das kostet Zeit. Und das wird der René ausnutzen. Schon direkt daneben, aber gerade in diesem Gestänge, der kannst du einfach nicht wiederholen. Überholen, wiederholen ist gut. Den kannst du nur versuchen, wunderbar rauszukommen und eben den Schwung mitzunehmen, im Windschatten zu sein, am Ende der Geraden irgendwie vorbeizukommen. Aber das sieht jetzt schon wieder aus, als wäre es ein klein wenig zu weit. Ja, das reicht nicht, um anzugreifen. Aber bremst sie bis in den Auspuff. Das ist doch toll. Das ist einfach toller Motorsport. Können wir nur immer wiederholen. Ja, jetzt kommen wir zu der Stelle, wo gerade der Julian vorbeigefahren ist, überholt worden ist vom Philipp. Vielleicht kann der René da auch einen setzen. Ja, diesmal hält der Julian die Innenbahn dicht. René muss sich hinten anstellen, aber er sitzt ihm sowas von dem Nacken. Das ist nur eine Frage der Zeit. René ist einfach schneller in diesem Moment. Ja, ich muss jetzt gerade mal das hintere Feld ein bisschen vernachlässigen, weil es hier vorne ist einfach viel zu spannend, um jetzt auch noch mal nach hinten zu switchen. Kann nur sagen, dass der Mirko Wenzel sich jetzt gerade den Christian Rückert geschnappt hat, der Edgar Osterl immer noch auf 5 fährt und hier ist der René jetzt vorbei. Ich hatte es angekündigt, es ist nur eine Frage der Zeit, dass er da vorbeikommt. Jetzt wird er sich auch gleich direkt absetzen und Jagd auf den Philipp vorne machen.
leid, aber mein Notebook ist gerade nicht zu tot gestorben. Ups. Ja, ja, bewegt sich kein Ruck mehr. Ist ausgegangen, ist wahnsinnig heiß und ja, so, das ist eigentlich ein anderes. Bin ich hier mit einem Netbook. Muss ich bitten, ich kann zwar was sehen hier, aber ich möchte hier jetzt lieber nicht steuern, weil das Ding ist so langsam. Wenn du zu wenig FPS hast, dann sag was, dann gehe ich da wieder raus. Nö, alles gut. Also ich kann alles wunderbar sehen. Ich habe auch gerade schon wirklich die Gegend geswitcht. Hab ja gesehen, wie der Philipp Stratner erst den Julian Sieden Beatles überholt hat. Dann hat der René Herzig den Julian auch noch überholt. Ja. Die werden sich da vorne so ein bisschen absetzen. Ja. Hier ist immer noch ein toller Dreikampf zugange. Der Edgar hält den Mirko Wenzel und den Christian Rückert immer noch im Schacht. Der Daniel Strippo ist auf 4. Ja, das ist eine Menge los. Nettes Package hier. 7 Runden noch zu fahren. Also von daher, ich habe mir jetzt mal eine Jacke angezogen und das Fenster aufgemacht. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Da hat der Mirko gerade geblinkt und hat den Christian Rückert vorbeigelassen. Ja. Ja, weil ihm das wahrscheinlich zu gefährlich wird. Er weiß, Mirko ist ein ganz Überlegter. Also das muss man dazu sagen. Das ist ihm zu heiß. Kann ich fast so beschwören, dass es so ist. Und sagt, jetzt lass den lieber durch, bevor der dir noch ins Heck rauscht. Und warte erstmal ab, was der jetzt mit dem Edgar macht. Und vielleicht ergibt sich da noch eine Chance. Also Mirko ist ein Stratege vor dem Herrn. Ja, aber auch nicht unvernünftig, nur warum soll er da jetzt ein Risiko eingehen? Ja. Wer mich ein bisschen enttäuscht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist der Jan Schwitter. Der ist 9. Den hatte ich weiter vorne platziert. Er hat mir nicht zugehört. Ja. Aber hier ist der Christian Rückert jetzt sowas von eng dran beim Edgar. Ja. Ich denke mal, das sieht jetzt auch ganz so aus, als ob er da jetzt kriegt er den Windschatten und zaut zur richtigen Moment und der Edgar zuckt auch nicht von der Linie. Aber Rückert ist jetzt vorsichtig geworden. Und vorsichtig, ja. Und Edgar macht sich ganz breit. Ja, der Robert hatte mal so eine schöne Formulierung. Er hat dann seine Sicherheitsschranken dargestellt und hat den Seitenteil angebaut. Ja, genau. Richtig. Das macht genau der Edgar auch gerade. Und das ja kann er. Also, ja, wie man, Edgar ist einer, hat bei uns in der Liga sicherlich zu den schwersten Überholenden gehört. Ja. Der hält rein. Ja, so ein Säule. So ein Gentleman, ja. Platz neben ihn erarbeiten, und wenn du da mal da bist, dann ist auch der Platz. Und den Platz, der kostet dich. Ja. Eine Menge Anstrengung. Ja. Der macht immer so kleine Fehlerchen, aber der Christian hat einfach keine Chance, da reinzustechen. Ja, nicht auf dieser Strecke, ja. Nee, hier an der Stelle, da kannst du es wieder nicht. Jetzt kommt er wieder ein bisschen arg über den Körper rüber. Das könnte wieder die eine Zehntel gekostet haben, die jetzt fehlt. Dann nimmt er aber auch wirklich alles mit, was geht. Das war anbremst außen an der Kante zum Grasen. 20 cm war der rechts, der schmeißt das auch weg. Ja. Das ist maximale Ausnutzung der Fahrbahnbreite. Ja, ja, auch hier wieder. Da geht er ganz brutal über die Curbs. Das war es mal schön, jetzt wieder aus dem Nord hier zu sehen. Das ist ja so eng. Ja. Aber jetzt ist er. Das ist ja richtig dran. Das kommt ja mit mehr Spiel raus. Zu früh neben Edgar. Ja. Da wollte ich auch mal noch. Ja. Aber jetzt ist er auch durch. Und zwar ja, ganz, ganz super. Oh, der Edgar verbremst sich. Jetzt ist wahrscheinlich auch Mirko Wenzel durch. Genauso sieht's aus. Das ist wahrscheinlich das, was du meinst mit seinen kleinen Fehlerchen. In dem Moment ist er wahrscheinlich zu aufgeregt. Ja, macht er sehr, sehr selten diese Fehler, aber diesmal hat er es gemacht und ja, wird direkt richtig durchgereicht, bis auf Position 8. Der Robert Stratner kommt auch noch vorbei. Kleiner Fehler, große Wirkung. Ja, drück du mal weiter. Ja, ich schalte mir eben ganz wieder nach vorne. Weil da ist nämlich der René Herzi richtig im Heck vom Philipp Stratner. Ja. Wenn wir das anschauen, können wir einmal kurz die Platzierung machen. Also 1 Philipp Stratner, 2 René Herzig, 3 Julian Siedenbiedel, 4 Daniel Streblo, 5 Christian Rückert, 6 Mirko Wenzel, 7 Robert Stratner, 8 Edgar Ostermann, 9 Jan Schwitter, 10 Andreas Borde. Damit lassen wir uns erstmal gut sein und konzentrieren uns hier wieder auf diesen Zweikampf.
Ja. Ich glaube, die laufen jetzt auf einem überrundeten auf, kann das sein? Das sehe ich momentan aus der Perspektive nicht. Na doch, der Stefan Bäumer sehe ich hier. Ja, ist der Vorerfer. Ja, genau. Hoffentlich spielt der nicht das Ding an der Waage. Jetzt kommt der René nämlich hier richtig gut auf die Startziel. Gleiche Situation wie vorher beim Christian Ruckert und beim Edgar. Er versucht es auch, aber ja, jetzt ist vorbei mit der Gegenhalten. Ja, Philipp blinkt schon, weil die fahren natürlich jetzt auf den Überrundeten auf, genau am Bremsboden. Ja, und Bäumer spielt aber mit, aber Herzig ist durch. Herzig ist durch. Aber es irritiert, dann hast du jemand vor dir, weiß nicht, sieht er dich nicht. Ja. Und dann zuckst du doch mal und dann, das reicht für, jetzt in dem Fall für den René und dann ist er wieder Erster. Ja. Da muss ich mal ganz klar sagen, mein lieber Stefan, das war eine super Aktion. Also, ich ärgere dich nicht mehr. Du siehst jetzt nicht nur gut aus, den Porsche, du fährst auch gut. Ja gut, dafür siehst du nicht mehr so gut aus, aber egal. Ja, jetzt, ja. Also Edgar hat ein bewegtes Rennen, jetzt hat er nämlich hier gerade die Plätze mit dem Robert zweimal getauscht. Aber auch davor der Miro Wenzel und der Christian Rückert. Schalten wir da nochmal kurz hin, da ist der Mirko wieder. Mal gucken, ob er den Christian jetzt angreift. Ja, mal gerade hat er ihn vorbeigelassen. Ja, ja, einfach um in Ruhe seine Runden drehen zu können. Ja, und jetzt macht er hier mächtig Druck. Richtig. Also ich habe diesen legendären Zweikampf, glaube ich, schon mal erwähnt. Mirko Wenzel und damals Patrick Pleiss in der GT Racing League in Imola auf GTR 2. Das war das legendärste Rennen, wirklich in der... Das ganze Rennen vom Start weg auf Position 1 und Position 2. Upsala! Und herzlich hier mit dem Fehler. Jo, und das passt wieder. Das passt wieder. Ich wollte sie nicht unterbrechen, aber die hatten gerade schon mal die Plätze gewechselt in der Runde. Deshalb habe ich nochmal wieder hingeschaut. Und jetzt kommt der Julian auch nochmal von hinten. Also das wird mal ein richtig dreier Package hier. Ja. Mann, wir haben nur noch drei Runden. Boah, guck dir das an, wie der hier reinbremst. Irre, ne? So tief in die Kurve rein, mit einem stehenden Rad und trotzdem kommt er trifft er den Scheitelpunkt. Ja. Ja, ich gerate wieder in Schwärme, wenn ich in den Silberfahren zuschaue. Ja, das ist wirklich genial. Vor allem, wenn man halt auch weiß, wie schwer diese Autos eigentlich zu fahren sind. Ja, es ist hier noch nicht ausgestanden. Ich hatte echt gedacht, der René würde jetzt den Philipp wegfahren. Aber da hat der Philipp wirklich gekontert. Der René nochmal, jetzt kam der Fehler von René. Das wird nochmal echt spannend. Ja, wir haben noch drei Runden. Ja, die ersten drei innerhalb von einer Sekunde. Also. Ja, da kann man nicht wirklich meckern. Christian Rückert heute ganz klar mit einem, naja, nicht rabenschwarzen, aber schon mit einem dunklen Tag, das muss man schon mal sagen. Im ersten Rennen der Startunfall, dann sich auf Position nochmal rausgedreht, die Pole des zweiten Rennens dadurch verbaselt. Und jetzt muss er sich da durchs Feld kämpfen und kommt im Prinzip auch nicht so richtig in Gänge. Und ja, das ist schon schwierig. Also der wird sicherlich nicht so wahnsinnig glücklich sein heute. Anders sieht es natürlich hier vorne bei Julian Siedenbiedel und René Herzig sowieso, aber jetzt auch bei Philipp Stratner aus. Also egal, ob der das Ding jetzt gewinnt oder ob der dann irgendwie Zweiter oder vielleicht auch nur Dritter wird, der wird sich mit Sicherheit gigantisch freuen. Da bin ich mir sicher. Und der René wird aber die letzten zwei Runden jetzt hier mächtig Druck machen. Da kann der Philipp mal zeigen, ob er auch schon eine gewisse Ruhe entwickelt hat in seinen jungen Jahren. Auf alle Fälle wird René Herzig... Upsala! Und da geht's hier... Und der kriegt die Karre immer noch auf den Asphalt gehalten. Das ist wirklich sensationell. Und ohne wirklich Zeit auf den Drittplatzierten zu verlieren. Also, grandios. Ja, ich bin mal gespannt. Also, Istanbul war der Philipp ja zweimal Zweiter. Ja. Jetzt, erster Platz wäre natürlich die Krönung. Und gerade hier mit so einem schnellen René Herzig im Nacken. Ja, richtig. Also, anderthalb Runden hat er noch. Das wären wahrscheinlich die längsten anderthalb Runden seiner... recht kurzen Sim-Racing-Karriere.
Ja, wenn er das macht, ziehe ich meinen virtuellen Hut. Ja. Kappe. Wenn du verbrannte Ohren hast. Nee, hab ich nicht. Dann mache ich jetzt lieber Striezel, Stucke, ich ziehe jetzt meinen Hut. Ja, genau. Ja, aber guck dir das, oh. Der ist da wirklich sensationell. Da passt doch keine Zeitung mehr zwischen. Nee. Und so auf dem Körb, kann er das Auto so stabil auf dem Körb halten? Wahnsinn. Ja. Ja, jetzt geht's hier in die letzte Runde. So, jetzt muss es noch eine Runde aushalten, aber ich befürchte, es wird jetzt einen Angriff geben. Der René wird auf jeden Fall. Ja. Er ist schon ein bisschen weit weg. Er versucht es außen, aber das ist hier, da muss man schon besser daneben sein. Da muss man weit durch die Kurve fahren, um die nächste dann nicht zu haben. Das ist so ein Semi-Quersteher, der hat die erste Zeit gekostet. Da kann der Philipp gerade dreimal tief durchatmen. Weil viele Stellen gibt es jetzt nicht mehr. Nee. Gegenteil, dass er muss jetzt so sogar noch ein bisschen nach hinten orientieren. Weil der Julian, der ist da auch nicht unbedingt langsam unterwegs. Noch ein so ein Fehlerchen und der Julian ist richtig dran. Ja klar, nochmal so ein Fehler kann er sich nicht erlauben, das ist richtig. Also momentan sieht es eher so aus, dass der Julian näher an Herzig dran ist, als Herzig an Philipp Stratner dran ist. Der René hat auf jeden Fall den langsamsten ersten Sektor von den dreien. Ja. Und der Philipp fährt das nach Hause. Der das fährt das nach Hause, das Ding. Sieht mir jetzt auch ganz danach aus. Also wirklich Hammeraktion hier. Es kommt keine Stelle mehr, wo der René noch vorbeifahren kann, ohne den Philipp abzuräumen. Also es ist... wir haben ja diese Aktion im Bahrain gesehen, da aus der letzten Kurve raus, ne? Über Start und Ziel. Ja. Ja. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht nochmal... Da ist er jetzt zu nah dran. Dazu ist er jetzt zu nah dran. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ah, guck dir das an, wie eng das ist. Ja, und das passt. Wahnsinn. Wow. Herzlichen Glückwunsch an Philipp Stratner. Ja, yeah, da freue ich mich richtig. Klasse. Ja, Hammer Aktion hier. Wahnsinn. Voll der Wahnsinn. Vor allem eben dieser Gegenwart. Ich meine, er ist überholt worden von René und dann nicht zurückzustecken, sondern nochmal zu beißen und sich wieder vorbeizukämpfen. Irre. Richtig gut. Ja. Ja, mein lieber René, da musst du den Philipp schon mal nach vorne lassen. Ja. Ja, was ein Wahnsinn. Ja, jetzt kommen sie hier alle ins Ziel. Boah, unglaublich. Können zumindest mal irgendwie kurz die Platzierung hier machen. Also Philipp Stratner, verdienter, toller Sieger, Premierensieg. Auf so einem tollen und schweren Auto. Sensationell. René Herzig hat alles gegeben. Platz 2. Julian Siedenbiedel auf Platz 3. Oh, den haben wir dann gleich im Interview. Hm? Ja. Ja, das übernimmst du. Daniel Strebler auf der 4. Christian Rückert noch bis auf die 5 vorgefahren. Mirko Wenzel auf der 6. Robert Stratner 7. Edgar noch zurückgerutscht wieder bis auf die 8. Andreas Borde 9. Jan Schwitter auf der 10, den hatte ich weiter vorne vermutet. Sascha Reich 11, David Kosic 12, er scheint durchgefahren zu sein. Ja, sehr schön. 13 Steffen Streblo, 14 Alex Schweiger, 15 Michael Wenzel, 16 Michael Beetz, 17 Daniel Borowski, 18 Jürgen Engelhardt, Ole Hederich auf der 19, 20 Stefan Bäumer. Und nicht im Ziel Tobias Magnus, Kurt Mildenberger und jemand, den ich nicht sehen kann. Der Landgraf. Sascha Landgraf. Ja. Sascha Landgraf, genau. Ja, so sieht das aus. Also wirklich ziemlich grandios. Ich bin das zweite Rennen hat wieder genau das gebracht, was wir erwartet haben, oder? Ja. Die ersten Rennen sind für uns so zum Warmwerden und im zweiten Rennen können wir mal alles geben. Ja, genau. Also, grandios. Also, keine Frage. Das ist sensationell.
Ja, wie machen wir es mit den Interviews? Genau. Wir machen uns bereit für die Interviews, würde ich mal sagen. Und ja, also das ist schon, ich habe die ja mir hier hingelegt, damit ich die auch nicht vergesse. So, wir machen unser Plakat an. Nehmen diesen Unsinn hier raus. Genau. So, und dann würde ich mal sagen, suchen wir uns die Herrschaften hier zum Interview. Ja, gehen wir einfach in den Welcome-Channel, ne? Ja, so wie zuletzt auch. Ja. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier. Achso, nee, jetzt. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Interview des dritten Laufs hier im Porsche Mobile One Super Cup. Nee, ja, im dritten Lauf, Entschuldigung. Also Rennen 5 und 6 hier in Barcelona. Wir haben uns jetzt hier oben den Presseraum mal ein bisschen belagert. War etwas schwierig zu reservieren, aber hat alles geklappt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir hier ein freies Interview, jeder kann erzählen, was er will, machen würden, hätten wir hier eine Diskussion, die wahrscheinlich die nächsten anderthalb Stunden dauern würde, wenn das reicht. Aber ganz so funktioniert es ja nicht. Wir kommen erstmal zum ersten Lauf. Der erste Lauf war, mal vom Startunfall abgesehen, relativ verhalten. Also was die übliche Action anging, so nach zwei, drei Runden waren eigentlich die vorderen Positionen bezogen. Nichtsdestotrotz hat man natürlich Zweikämpfe, so ist das nicht. Deswegen beschränken wir uns aber hauptsächlich jetzt erstmal auf die ersten drei und sagen herzlichen Glückwunsch an Daniel Streblo. Daniel, bist du da? Ja, bin da. Ja, sehr schön. Ja, du brummst auch ein bisschen, das kann ich verstehen, das würde ich auch, das ist wahrscheinlich dein Kopf, der da brummt. Daniel, wie hast du den Start erlebt? Ich glaube, du warst da relativ, ja, bist da glücklich durchgekommen. Ja, ich bin ja frei gestartet, von dem her musste ich eigentlich nur am Christian Rückert vorbeikommen, der irgendwelche Probleme beim Starten hatte. Da bin ich mit René vorbeigezogen und dann recht glücklich auf Platz 2 gefahren, ja. Ja. Weil den Christian hat es ja dann auch erwischt oder wurde da angestupst und hat sich dadurch gedreht und dann gab es ja diese Kollision. Ja, Daniel, was soll man sagen, dritter Platz, ist es ungefähr das, was du dir erwartet hast oder wolltest du schon noch ein Stück nach vorne oder, ja, erzähl mal. Ja, es wäre schon noch schön gewesen, den Sascha hinter mir zu halten, aber da war einfach, da hat einfach noch ein bisschen Speed gefehlt. Ja. Aber sonst ist Barcelona echt nicht so meine Strecke und dafür bin ich mit dem dritten Platz eigentlich sehr zufrieden. Na, das freut einen zu hören. Mal hoffen, dass wir noch ein paar mehr positive Stimmen hier heute hören. Doch, eine werden wir mit Sicherheit noch hören. Ja, Sascha, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Ich würde sagen, ich weiß es nicht so ganz genau, wir haben uns nämlich jetzt nicht abgesprochen. Jens, wollen wir uns jeweils abwechseln oder macht einer die und die andere... Oder mach das einfach. Das ist sowas von leicht. Weil, ja. Denken wir zum ersten Rennen... gibt es da vorne nicht so viel zu erzählen. Das war nach 3-4 Runden, hatten wir zumindest das Gefühl, waren die Positionen bezogen. Da ging darum, die Position zu halten und ins Ziel zu bringen. Gerade wenn jemand die Anfangskurve überstanden hat. Ja. Deshalb, Sascha, erzähl mal, wie war es bei dir? Also, erste Rennen war richtig gut. Ich bin von 8 gestartet und hatte dann, ich glaube, den besten Start der Saison. Bin dann auf 5 vor, hat dann noch Robert vor mir gehabt, den Ole Hederich und den Daniel Streblo. Mit dem Robert hatte ich richtig viele Zweikämpfe gehabt, bin dann auch irgendwann vorbeigekommen.
Der Ole hat einen Fehler gemacht auf die Start-Zielgeraden, bin ich durchgeschlüpft und der Daniel, den konnte ich mir relativ gut zurechtlegen und bin dann auch in der ersten Kurve außenrum recht gut vorbeigekommen. Ja, hast du sowas uns auf jeden Fall gut unterhalten. Aber zum Schluss hier nach vorne, ich denke mal, war nicht mehr viel möglich, oder? Der René war einfach zu schnell. Nee, war gar nichts möglich. Also ich habe dann geguckt, ich war glaube 6 Sekunden hinter dem René gewesen und der konnte den Abstand auch gut halten. Ich habe es dann mal versucht, ein bisschen ranzukommen, aber habe keine Chance gehabt. Also war schon stark gemacht zum René. Keine. Wir haben am Anfang des Rennens ein bisschen spekuliert, ob es Probleme geben wird mit den Reifen, weil der vordere linke ja doch sehr beansprucht wird und sehr heiß wird. War da irgendwas zu spüren zum Ende des Rennens? Also bei mir eigentlich nicht. Ich habe vorher 2-3 Testläufe gemacht über die Distanz und bin halt echt gut zurechtgekommen und also ich hatte weniger Probleme mit den linken Vorderreifen. Das ging ganz gut, bis zum Ende hin auch. Ja. Eine Frage habe ich an dich, Sascha. Es kann sein, dass ich mich irre, aber ich meine, von dir mal gehört zu haben, gelesen zu haben, dass du mit dieser Physik relativ unglücklich bist. Kann das sein? Nein. Nicht? Gut, dann habe ich dich verwechselt, dann hat sich die Frage erledigt. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer es war. Es war jedenfalls einer von den guten Fahrern der letzten Saison. Ja. Egal. Also unglücklich bin ich mit dem zweiten Rennen, auf jeden Fall, wie das gelaufen ist. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt im Replay. Beim Start ist der Ole Hedderich richtig gut weggekommen, ist an mir vorbeigezogen, hat richtig gut Speed gehabt und der Daniel Streblo hat ihn dann rechts übersehen, ist rechts rübergezogen und dann gab es eine Kettenreaktion. Und richtig, aber da haben wir auch gesehen, dass der Daniel auch ausweichen musste. Also das war einfach eine ganz blöde Situation und dass das so passiert ist und das hat auch wirklich richtig, da kommen wir aber gleich zu. Und also euch dreien erstmal herzlichen Glückwunsch euch zweien zum dritten und zweiten Platz. Kommen wir noch zum Sieger. Den hätten wir jetzt beinahe, weil der gewinnt ja irgendwie scheinbar jetzt immer oder so, keine Ahnung. René, erzähl. Ich meine, eins ist wirklich, wäre wirklich für alle spannend zu wissen. Hast du irgendwie so eine Launch-Control, die du selber programmiert hast, oder was war das für ein Start? Also auch im zweiten Rennen war das ja ein ziemlich guter Start, aber der im ersten war ja wohl der Brüller. Ja, der im ersten Rennen war ja super. Also ich habe alles auf den Start gesetzt. Ich wusste auch nicht, dass ich auf dem zweiten Platz stehen könnte im Quali. Nach meinen Zeiten zu urteilen, habe ich mich eigentlich bei Platz 3, 4, 5 so gesehen eigentlich. Und als dann die Überraschung kam, ich stehe auf Platz 2, dachte ich, boah geil, jetzt brauchst du nur noch einen guten Start. Und der kam dann auch, um den Christian zu knacken. Und ist passiert gewesen. Als ich dann vorn war, konnte ich dann nur noch ein bisschen pushen, meine Reifen schonen und versuchen halt keine Fehler zu machen, um dass ich dann halt nur noch das Ziel sehen kann. Also. Da gibt es auch nicht wirklich viel mehr dazu zu sagen. Also das war ein blitzsauberes Rennen, ein super Start und auch keinerlei Probleme auf der Strecke. Kommen wir zum zweiten Lauf und der war ja ähnlich dramatisch am Start wie der erste. Das heißt, wir hatten ja dann wirklich auch, was der Sascha eben schon beschrieben hat, diese blöde Situation mit Daniel und Ole. Es ist in solchen Situationen immer ganz schwierig, gerade im Interview, weil da die Emotionen doch noch sehr, sehr hoch schlagen. Deswegen halten wir das mal noch ein bisschen nach hinten raus. Jens, ich würde dir jetzt einfach mal den... Wen? Ich vergiss den Julian Siedendiedel würde ich dir jetzt gerne mal überlassen, weil... Es ist mir lieber im Moment. Ja, Julian, wenn du dir den Stream anschaust, wirst du auch wissen, wieso. Genau. Ja, erstmal Glückwunsch zum dritten Platz. Wo soll ich anfangen? Du hattest da vorne, glaube ich, eine Menge zu tun, eine Menge Druck von hinten. Schnelle Leute hast dich dann irgendwie geschlagen geben müssen. Dann warst du wieder dran. Es sah nach sehr viel Bewegung aus da vorne. Ja, danke erstmal. Ja, den Start, den habe ich ein bisschen verpennt, da bin ich auf 3 zurückgefallen.
Dann hatten der Jan und der Mirko, glaube ich, einen Fehler gemacht. Da konnte ich gut an denen vorbeigehen. Dann bin ich vorne erstmal eine Sekunde weggefahren, aber den Philipp und den René, die konnte ich nicht hinter mir halten. Habe ich gedacht, dann lass den René hinterher lieber vorbei, bevor du noch irgendwie Blödsinn baust. Dritten Platz, da bin ich super zufrieden mit. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, zum Schluss bist du ja nochmal wieder mächtig rangekommen. Also wir haben es ja vorne beobachtet, dass du da schon fast wieder an Schlagdistanz dran war, weil der René ja doch mächtig gepusht hat, um auch nach vorne zu kommen und da den einen oder anderen Wackler drin hatte. Ja, ich habe natürlich gehofft, dass die beiden sich vielleicht noch ein bisschen mitkriegen und ich rankommen kann, aber hinterher musste ich so vorsichtig auf der Bremse sein, weil mein Wagen hinten andauernd ausgebrochen ist, deswegen konnte ich da auch nicht mehr richtig rankommen. Ja, sah auf jeden Fall sauber aus, was du uns da gezeigt hast und von den Zeiten her warst du ja auch top. Gerade im ersten Rennen hast du dich ja lange noch mit dem Jan Schwitter auseinandergesetzt. Da haben wir ja immer gedacht, es geht jetzt um die Pole Position. Da hat der Christian Rückert euch dann ja noch einen Gefallen getan, dass ihr dann auf jeden Fall in der ersten Reihe stand. Das war auch ein ziemlich harter Kampf um den letzten Platz, oder? Ja, ich habe gehofft, dass das gleich ein bisschen einfacher wird, aber der Jan, der war breit wie ein Scheunentor. Da war irgendwie kein Vorbeikommen. Und da habe ich dann, oder wir Glück gehabt, dass der Christian, ich glaube, 2 oder 3 Runden vor Schluss noch einen Fehler gemacht hat. Und ja, dann konnte ich ihn noch hinter mir halten. War zwar auch noch sehr knapp, ich glaube, 2 Zehntel Vorsprung hatte ich im Ziel. Ja, ihr wart ein schönes Dreierpaket da, ja. Ja, wunderbar. Ja. Lutz, dann bist du wieder dran. Ich bin dran. Ah ja, okay. Ja, dann sagen wir herzlichen Glückwunsch nochmal zu René Herzig. René, das zweite Rennen lief ja nicht ganz so problemlos. Zum Schluss war es ja dann wohl so, dass du deine Reifen oder du konntest die Reifen nicht so wunderbar schonen wie im ersten Rennen und das sah dann am Schluss auch arg danach aus, als ob du da Probleme gehabt hättest. Ja, also zum Start erstmal danke, also generell erstmal danke und großes Lob an Philipp, also war echt ein geiles Rennen und ich gehe jetzt dann erstmal duschen, weil ich bin durch. Und ja, Start lief reibungslos, muss ich nicht sagen. Ich habe versucht halt keine Fehler zu machen beim Anbremsen. Und als ich gesehen habe, bin dann Fünfter gewesen. Und Jan und alle, die vor uns sind ja weggefahren eigentlich. Und ich habe versucht dann halt meine Zeiten zu halten, um dass ich da an Philipp und an die ganzen Leute rankomme. Und dann habe ich gesehen, dass viele, viele da Fehler gemacht haben. Und als ich dann gesehen habe, dass Jan Erster war, Philipp dahinter und versucht hatte, dort vorbei zu drücken, dachte ich, naja, vielleicht kloppen sich so, dass ich halt doch nur beide erwische, aber hat dann doch nicht geklappt. Jan hat uns dann ziehen lassen und ich habe dann versucht, den Philipp nochmal so ein bisschen anzugreifen. Es war ein richtig geiles Rennen. Am Schluss, ja, wie gesagt, die Reifen, die waren wirklich dann alle im Eimer. Ich habe dann versucht, halt wirklich nochmal zu pushen, aber Philipp, der ist genauso wie sein Vater, der lässt ihn nicht vorbei. Also. Und als ich vorbei war, waren dann halt kleine Fehler und kleine Rutscher drin und da ist Philipp wieder vorbei und ja, da so habe ich den ersten Platz weggeschmissen. Aber ich bin trotzdem stolz auf den zweiten und super Ergebnis trotzdem. Danke, Philipp. Tja, Jens, ja, dem obliegt es. Ja, das habe ich gut getimt. Philipp, herzlichen Glückwunsch. Und von mir auch. Ja, ich habe dich ja schon in Istanbul gefeiert, aber das, was du da heute gerade da im zweiten Rennen abgeliefert hast mit dem René zusammen in der Schlussphase, das war einfach unglaublich. Als der René vorbei war, habe ich gedacht, okay, das war's jetzt. Jetzt setzt der René sich durch. Hast du da und irre. Erzähl mal. Ja, so im letzten Stream, ich rede nicht so viel, weil ich nie weiß, was ich sagen soll. Ich bin einfach immer hin und weg. Und bei so einem Feld, erster, zweiter, dritter, vierter, ganz egal, auf jeden Fall unter den besten 10, das ist unbeschreiblich. Aber was war das für den René hinter dir zu sehen? Der hat ja wirklich, er hat an jeder Ecke probiert, irgendwie neben dich zu kommen. Der ist irgendwie mit Vollgas über die Curbs gefahren, hat das Auto irgendwie noch gehalten, um neben dich zu kommen. Und trotzdem hast du dich da behaupten können. Also wie gesagt, dein Vater hat mir so wunderbar gesagt, er ist breit wie eine Schrankwand und wenn sein muss, baut er da Anbauteile dran. So kam uns das auch vor. Ja, ich bin wie so eine 3 Meter dicke, 10 Meter breite Wand. Und wenn ich vorne bleiben möchte, bleibe ich vorne. Ja, das war... Das hast du gezeigt, ja. Ja, genau. Ja, meine Lieben, also ich würde sagen, es war trotz der beiden Startkollisionen
insgesamt spannend, es war ein gutes Rennen. Natürlich sind nicht alle glücklich, das ist nun mal leider so, wenn man Rennen fährt. Und ja, wir werden sehen, was Papa Stratner da aus den Replays rauszieht. Wir bedanken uns auf alle Fälle für die tolle Unterhaltung, für das tolle Rennen und ja, wir sehen uns wieder und ja, in 3 Wochen und dann geht's hier wieder richtig rund. Ja, auch von mir vielen Dank für wieder 2 tolle, spannende Rennen, für eine tolle Unterhaltung. Es macht echt Spaß, euch zuzuschauen und dann zwischendurch mal was zu sagen. Danke. Genau. So, tschüss an alle.